Hallo zusammen, willkommen zu dem neuen Video eines Autos, was ich eigentlich vor einem Jahr schon gefahren bin, aber hier gibt es eben ein neues Modelljahr und mit dem alten Modelljahr, es geht um den Hyundai Kona, war ich ja nicht so zufrieden. Der hat ja doch massive Fahrwerksprobleme, vor allem, ich sag mal, mit dem Frontantrieb und der Leistung, weil das Auto hängt sehr gut am Gas, also da hat sich nichts verändert. Die Frage ist, ist das Modelljahr, das aktuelle, deutlich besser geworden oder nicht? Also ich greife schon mal vor, es ist deutlich besser geworden. Am Ende des Videos ist auch mal so eine die klassische 0 auf 100 Geschichte und da merkt man, er ist viel stabiler. Natürlich drehen die Räder immer noch durch, aber hört es euch am Ende dann an. An dem Auto hat sich optisch ein bisschen was getan, vor allem die Front wurde neu designt. Ansonsten ist der Grundaufbau der gleiche geblieben, auch der Platz innen, die Instrumente haben sich verändert. Ja, sozusagen die Digitalisierung hat Einzug gehalten. Das Display ist schön scharf abzulesen, bietet ausreichend Informationen. Es war wieder so ein ausgestattetes, volle Hütte Auto mit allen möglichen Dingen. Es ist relativ robust, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Man hat viele Schalter, man hat viele Hebel. Das Lenkrad ist auch weiterhin sehr gut zu bedienen. Also wie im letzten Video, da die, ich sag mal, die guten Dinge wurden glücklicherweise beibehalten. Also wie gesagt, ziemlich volle Ausstattung. Also da braucht man eigentlich auf nichts verzichten. Ich musste auf den Limiter verzichten und dafür habe ich dieses Head-Up-Display bekommen. Ich bin kein Freund von dieser Scheibe. A hört sich ein bisschen strange an und B finde ich die Darstellungsqualität nicht so gut. Das Auto hat ansonsten, wie gesagt, eine ordentliche Ausstattung. Zu den Sitzen muss ich sagen, die fand ich ein bisschen, ja, nicht ganz so bequem. Ein bisschen durchgesessen haben sie sich angefühlt, aber grundsätzlich glaube ich, für kürzere Strecken kann man es machen, wobei das Auto durchaus auch Langstrecken geeignet ist, denn der Verbrauch ist weiterhin sehr gut. Meine großen Füße passen auch gut rein, also super. Jetzt mal kurz die Beschleunigung. So, und wenn man hier noch die verschiedenen Displays der unterschiedlichen Fahrmodi sich angucken kann, ich glaube, man hat schon mitbekommen, ja, es dreht noch ein bisschen durch, aber er bringt mittlerweile die Leistung auf den Boden. Das Fahrwerk finde ich auch durchaus okay. Die Reichweite ist bei dem Auto ansprechend, die Ladeleistung ist auch ordentlich. Also das Auto ist kompakt in der Stadt, das Fahrwerk macht seinen guten Beitrag. Es ist, finde ich, ein durchaus gelungenes, praktisches, auch, ich sage jetzt mal, leistbares Elektroauto, was in dem Modelljahr deutlich besser ist als in dem, was ich vor einem Jahr gefahren bin. Das war das kurze Update zum Hyundai Kona. Danke!